Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft SMP RET Version 2. Ja, wir hatten jetzt in der letzten Folge die Mechanismenmaschinen gemacht und... Hier hatte es einen kleinen Unfall gegeben. Hier ist ein riesen Krater. Glücklicherweise habe ich auch schon den Schuldigen gefunden. Lass mich hier raus! Ja, er ist wieder dabei! Komm frei, mein Freund. Ja, endlich. So, willkommen zurück. Ja, nach meinen schönen Internetausfällen. Ich hatte ja noch in der letzten Folge, oder in der letzten Aufnahme war das sogar noch, hatte ich ja gesagt, dass du für eine längere Zeit nicht dabei bist und schon bist du wieder da. Ja, hat sich doch dann schneller geregelt, als ich dachte. Aber endlich bin ich wieder hier. Ja, in dem Sinne nochmal willkommen zurück. Also, ich muss auch ihm jetzt diesmal nicht erklären, was ich alles gemacht habe. Ich habe es ihm schon... gestern war das, ne? Ja, gestern. Gestern habe ich ihm schon alles gezeigt. Also, er ist auf dem neuesten Stand. So, damit ihr jetzt einmal auf dem neuesten Stand kommt. Er, also Crazy, hat uns hier schon mal eine schöne Turtle aufgestellt. Ja, die ist hier unten bisschen am Farmen, schon seit ein paar Tagen. So, und wer sich jetzt wundert, warum wir gerade... keinen Fallschaden kriegen. Wir haben uns was gegönnt, und zwar die Freerunners und das Armor Jetpack von Mechanism. Weil wird ja langsam auch mal Zeit, dass wir einen Upgrade kriegen, nicht nur die Maschinen. Ein wunderschönes Teil, muss ich sagen. Also ich kann dir mal gerade hier zeigen, man achte mal hier unten auf die Rüstungsteile, wenn ich das Armor Jetpack ausziehe. Blub. Also das gibt schon noch einen ordentlichen Batzen dazu. Treibstoff wird eigentlich nur... wird glaube ich sogar wirklich nur über Hydrogen übertragen, ne? Ja. Bis und auf bei dem Bootstyle ist Elektrizität. Ja. 2 Kilojoule. Ja, da passen 64 Kilojoule rein. Ich glaube, geht easy. Und Hydrogen haben wir ja über den Electrolytic Separator noch so viel. Ja. Was wir auch noch herausgefunden haben. Der Heat Generator braucht nur eine Lavaquelle, um wirklich anzulaufen, und er läuft tadellos, auf voller Energie. Er zeigt aber gerade an, dass er null Fuel hat. Ja, aber rechts schauen wir die Energieanzeige. Ah, stimmt. Die ist voll. Das ist sehr interessant, aber ja. Also das kann man so lassen. Ja, das ist echt geil. So, was könnte... ja. Weil ich wollte gerade irgendwo noch was gezeigt haben. Ah ja. Wir haben auch schon mal angefangen, die ersten paar Erze zu verarbeiten. Also jetzt hier mal so schön 937 Osmium, 528 Gold, 191 Lead-Ingots. Dann kam der große Kracher. Ein Barrel voll Redstone. Also 4096. Aha, ist nur ein bisschen. Ja, er hat auch noch was im Inventar. Kohle haben wir jetzt auch noch über... die Stackmill verarbeitet, weil man darüber ein besseres Verhältnis kriegt als über Mechanism. Man kriegt in das Stackmill aus einem Kohleerz 3 Kohle und Coal Dust noch raus. Und bei einer Chance von unter 1% kriegt man noch ein Deer. Ja, und das zweite Kohleerz, was durchgeflossen ist, kam bei uns ein Deer raus. Ja, also wir hatten gestern echt verdammt Luck. Ja. So. Was haben wir sonst noch gemacht? Ich bin gerade mal am Gucken. Ah ja, ich war jetzt ja gestern noch in der Aufnahme vom Street Digger dabei. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, wir haben auch mal hier draußen ein bisschen geupgradet. Also hier mal so eine schöne Gravel Road mit diesen Edge Stone Bricks. Hier geht es dann schon zum Teleporter, der nicht mehr auf Betrieb ist. Sollte. Ja. Naja, kann man ja nochmal im Forum nachfragen, was da los ist. Warte mal kurz, ich glaube, ich habe kein Portal bei Trivolo gesehen, als ich letztens bei ihm war. Doch, doch, der hat eins. Aber ich war erst heute da bei ihm und ich habe keins gefunden. Das. Der hatte doch das Portal noch von der Aufnahme, oder? Ja, vielleicht hat er das wieder abgebaut. Ja, kann auch sein. Er baut eine böse Falle. Ich nicht. So, ich würde sagen... weniger plaudern. Ich mache mal schnell ein bisschen mein Inventar klein wenig leer. Ja, schuften, ne? So, ich würde sagen, machen wir weiter mit Mechanism.
Da hat. Mein Lieblingsmod momentan. Auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, von der Schwierigkeit ist halt Gregtech noch besser, bloß Mechanism ist auch ein geiler Mod, muss man nicht mal sagen. Ja, ich würde dann jetzt aber mal sagen, machen wir weiter mit der Erzverarbeitung. Wir wollen heute auf Tier 3 kommen, der Erzverarbeitung. Das heißt, wir wollen unsere Erze nicht mehr verdreifachen, sondern schon vervierfachen. Ist nicht schon, nee, Tier, ja, das ist Tier 3, okay. Ja, Tier 1 ist ja die Erzverdopplung. Ja. So, da ich ab der Erzverarbeitung mal 4 noch nicht so wirklich Ahnung habe und ich noch nebenbei das Wiki offen habe, würde ich sagen, verzeiht mir, wenn ich mal ab und zu raus habe, aber Crazy wird mir ja auch helfen. Ja, ich habe so eine ungefähre Ahnung, wie das funktioniert, aber genau weiß ich es auch nicht. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme, ich muss mal was überprüfen. So, da bin ich wieder. Dachte ich mir, Fraps hatte mal wieder vergessen, den Mauscursor anzuzeigen. Ich weiß nicht wieso, aber Fraps hast du nicht. Standard. Ja. Dann stecken. Ich will ja nichts sagen, aber die Auto-Workbench ist voller Cobbles. Ja, ich weiß. Standard. Oh Mann. Die habe ich ja ein bisschen ausgebaut. Mhm. So, wie aber gesagt, wir wollen jetzt weitermachen mit der Erzverarbeitung mal 4. Dafür fangen wir am besten mit der Salination Plant an. So, was ist eine Salination Plant? Eine Salination Plant ist ein Multiblock. Also, es ist ein Block, der eine 4x4 Basis hat, aber dann eine definierbare Höhe von 3 zu 18 hat. So, aber wenn wir jetzt eingeben, Salination Plant, kommt nichts. Warum? Weil ich es verkackt habe zu schreiben. Nicht Salination, Salination. No. So, Salination. Jetzt haben wir aber hier nur einen Controller, Valve und einen Block. Hilft uns alles nicht weiter. Ja, die Salination Plant als Block kann man so nicht raussuchen, die besteht aus diesen drei Blöcken. Also, würde ich sagen, schaue ich mal gerade nach, womit man anfängt. Also der Grundstein ist, besteht aus einem 4x4 Konstrukt aus Salination Blocks. Salination Block, das ist ein Dynamic Tank. Kriegt man auch schon 8 raus, perfekt. Mit Stahl. Dann diesen Dynamic Tank mit Kupfer außenrum. Würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt an. Hast du schon Stahl vorbereitet oder? Nee, ich hab noch nichts. Gut. Aber kannst du mal eine zweite Metallurgic Infuser machen? Ich wollte jetzt in den einen schon mal anfangen, Stahl vorzubereiten. Ja, ich hätte jetzt zwei gemacht, damit es dann weitergegeben wird automatisch. Das kann man ja einstellen. Ja. Ah ja, das wollte ich auch nochmal sagen. Er hat den Fehler gefunden, warum ich nicht die Translocator anschließen konnte. Und zwar müssen die noch konfiguriert werden. Muss man auch erstmal wissen. Wusste ich nicht. So, okay, du wolltest einen zweiten Metallurgic Infuser. Warte, mach ich schnell. Gut, dann fange ich schon mal mit den Salination Blocks an. Okay. Weißt du, worüber wir uns noch gar keine Gedanken gemacht haben? Warum? Nö, wo soll der Rotz hin? Wir sollten mal die Pipes langsam upgraden, oder? Ach, hier die Mechanismen? Ja. Sonst haben wir irgendwann ein Energieproblem. Können wir auch machen. So, ich mach dann schon mal diese Dynamic Tanks. Ich mach jetzt erstmal also 3x8, 24 davon. Weil ich glaube, die wird man in anderen Rezepten auch noch brauchen. Ja, ja. Okay, hätte ich nicht gedacht. Okay, wir brauchen Kupfer. Haben wir zum Glück was. 4x4, Christian. Was? 4x4.
16. Sehr gut. War nicht der Beste, aber es geht. Aber bevor du fragst, ja, ich war zu faul zum Rechnen. So, dann kommen wir kurz mit runter. Warte. Ich habe auch was Schönes für dich. Oh, oh. Ja, mach du erstmal. Wo soll die Salination Plant hin? Die muss mit Solarpanelen betrieben werden, also ich würde sagen an der Oberfläche. Ab nach oben. Wollen wir mal eben schlafen? Können wir machen. Sinnlos. Oh, da sind einer meiner Kinder auf die Fresse. Puh, Pussy. Oh, hat er sich wegteleportiert? Ja. So, die Salination Plant. Hier ist noch irgendwie so wenig, ne? Wollen wir sie hier hinstellen? Wo bist denn du? Beim Getreidefeld quasi. Ah, warte mal kurz, ich habe hier gerade ein Problem mit dem Skelett und einem OP-Bogen. Hilfe? Wo bist du? Ah, ich sehe dich. So, Glück gehabt. Hi. Hi. Ich hatte eigentlich vorgehabt, da drüben so, vielleicht hier an die Wand. Geht das oder? Oder vielleicht hier? Die Wand wollte ich eigentlich noch wegmachen, aber klar, einfach mal dahin. Gut. Gut, dann nehmen wir uns jetzt mal hier die Salination Blocks. Wie viel hast du? 16 gemacht. Ah, okay. So, der Middle Layer. Layer? Hä? Also die zweite Ebene davon. Achso, okay. Da muss noch mal eine drauf und dann muss die Ecken frei bleiben und die zweite Schicht muss drauf. Das ist der normale. Und dann muss es je höher um 1 erhöht werden. Okay, Moment, Moment. Die Ecken müssen frei bleiben, ne? Warte. Sag nicht, warum ich gerade Kabel mit habe. Ah, okay, für jedes. Also. So. Und wenn man es um 1 erhöht. Achtung, hinter dir ein Creeper. Danke.